Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir machen hier mit der anderen Quest noch weiter. Jetzt muss ich mal eben schauen, da muss ich glaube ich hier rumlaufen, ne? Und ich muss erstmal die Questgeberin finden, die ist da unten. Die sollte glaube ich nicht so lange dauern, das heißt wir werden wahrscheinlich zwei Quests vernichtet machen. Werden. Aber das grundlegende Problem bleibt bestehen. Wer bist du denn eigentlich für ein Vögelchen da oben? An dich kann ich mich gar nicht erinnern. Schöner Tag. Wie steht es mit den Übersetzungen? Wartet, ihr gehört nicht zu Telengas Studenten? Nein, aber guten Tag. Auch wenn das hier eher nach Abend aussieht. Ja, das ist in der Tat ein guter Tag. Ich untersuche die Geister, die diese Ruinen heimsuchen. Ich glaube, sie können erlöst und ihrer letzten Bestimmung zugeführt werden. Vielleicht seid ihr bereit, bei einem Experiment zu helfen? Vielleicht. Das muss ich tun. Nehmt diesen Kristall. Ich habe Mikrorunen in seine Oberfläche graviert. Schwächt die Verbindung eines Geists zur stofflichen Welt und bündelt dann euren Willen. Das sollte das Band des Geists an Nirn kappen. So wird ihm erlaubt, nach Aetherius überzutreten. Ich werde es versuchen. Meine Talente liegen nicht bei der Anwendung brutaler Zauberkraft. Sonst wäre ich an eurer Seite. Feldexperimente sind so faszinierend. Was war das eben über Mikrorunen und das Bündeln meines Willens? Bei der Magie stecken die Teufel oft im Detail. Diese Geister sollten nicht hier sein. Ihre Präsenz ist von Natur aus eher anfällig. Durch gewisse Manipulationen des Magikerfeldes um euch herum kann euer Wille die Wucht eines Kriegshammers entfalten. Na gut. Funke, ich kenne dich. Ich weiß, du hilfst mir immer gerne, aber... Habt ihr was gehört? Wie weit müssen wir runtergehen? Doch sehr weit, okay. Aber wenn Funke jetzt noch mitgemacht hätte, also das wär's... Ich kann jetzt meinen Frieden finden. Ja. Achso, wir kriegen die erst gut geschrieben, sozusagen, wenn die einmal weg sind. Verstehe. Der Fluch! Er ist fort! Ich verdanke euch meine Freiheit! Ja. Hab Dank! Jetzt macht das natürlich noch nachträglich Schaden. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass die jetzt komplett runtergehen. Den kann ich schon mal machen. Ist es wahr? Ja, zu spät, Junge. Der Fluch des Malarimoras. Das Malarimora bindet mich nicht länger. Hab Dank. Gerne, gerne. So nicht, mein Freund. So, warte auf mich, ich komme sofort. Das sei mein Geistergrab. Hab Dank, dass ihr mir meinen Frieden gegeben habt. Ist es wahr? Ihr habt den Fluch gebrochen. Ich danke euch, Tapfere. Das ist nett, dass du trotzdem noch das zu mir rüberläufst. Das Malarimora bindet mich nicht länger. Vom Fluch befreit. Was ist das? Der Fluch ist weg? Meine Freiheit ist zurückgekehrt. Ja, ja, so bin ich nun mal. So bin ich nun mal. Irgendwo müssen wir längst noch einen Der finden. Der Fluch ist weg. Endlich habe ich meinen Frieden. Habt also, Dank. Nach Möglichkeiten einzelnen. Und sind jetzt hier... Oh, du siehst gut aus. Eine Last wurde von mir genommen und der Frieden wird mir gehören. Habt Dank. Ich muss mit euch reden, Reisende. Was? Trifft mich beim Eingang des Gewölbes am Rand der Ruine. Okay. Daran konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber okay, wir treffen den natürlich sofort. Irgendwo hier geradeaus. Nee, da anscheinend nicht. Moment, irgendwo hier rechts. Da ist er. Ich habe gespürt, wie die Verfluchten von diesen Ruinen. Alter!
Ich hab schon genug. Kannst wieder gehen. Tschüss. So. Ich habe gespürt, wie die Verfluchten von diesen Ruinen angezogen wurden. Ebenso wie ich spürte, wie eure Berührung sie wieder nach Aetherius entließ. Wer seid ihr? Ich bin Quaron Naldil. Ich war einst ein Mitglied der stolzen Dure-Familie, die nun ihrer Schande wegen an das Antlitz Nirns gefesselt ist. Ich hatte das große Unglück, Esanion Dure, meinen Bruder, zu nennen. Wer ist Esanion? Die Geschichte meines Bruders ist traurig. Belassen wir es dabei, dass er für die Seelen verantwortlich ist, die in diesen Ruinen gefangen sind. Sein Eiferertum hat diese Seelen zu ewigen Qualen verdammt. Warum habt ihr euch an mich gewandt? Als ich noch unter dem Himmel wandelte, war Etzduin die Heimat vieler mächtiger Magier. In diesem Gewölbe gibt es ein magisches Gitter, das von seinem Zweck her diesem Kristall sehr ähnlich ist, den ihr mit euch führt. Es ist nur viel, viel mächtiger. Dann könnte Singrikwe es also benutzen, um alle Geister zu befreien? Genau. Eine Hürde gilt es allerdings zu nehmen. Ein Rätsel, das das Zauberwerk des uralten Magiers schützt. Drinnen sind 13 Platten um eine Truhe herum ausgelegt. Man muss die richtigen 4 aktivieren, um auf das Gitter zuzugreifen. 4 Stück, okay. Ich bin hier, um zu helfen. Ihr wisst sicher, welche dieser Platten aktiviert werden müssen. So wie ich den Magier kenne, kann ich nur raten. Die Platten stehen für die großen Sternzeichen. Er schätzte die Wächtersternzeichen ganz besonders. Den Magier, die Diebin und den Krieger. Vielen Dank, ich versuche es mal mit Ihnen. Magier, Diebin und Krieger. Viel Glück, Reisende. Das Gitter könnte die letzte Hoffnung für die Gefallenen sein. Warum helft ihr mir? Die Schande, die Esanion über meine Blutlinie gebracht hat, bindet mich an Nirn. Ich habe jahrhundertelang gehofft, seine Torheit irgendwie wieder gut zu machen. Dann seid ihr also nicht so gefangen hier wie die anderen Geister? Nein, ich habe den Wahnsinn meines Bruders wachsen sehen und musste handeln. Ich wandte mich an die Wache von Himmelswacht, aber nicht rechtzeitig genug, um die Opfer seiner Verblendung zu retten. Und nicht rechtzeitig genug, um das Massaker an jeder lebenden Seele in Etzduin zu verhindern. Ihr wolltet ihn aufhalten. Warum schämt ihr euch dann? Ihr versteht das nicht. Ich weilte monatelang an der Seite meines Bruders, während sein Kult wuchs. Ich hätte seinen Wahnsinn jederzeit beenden können. Stattdessen habe ich mich feige zurückgehalten. Schaut euch nur den Preis dafür an. Nun gut. Dann gehen wir mal rein. Das Ritual. Also Magier, Krieger und Diebin. Ritual. Magier. Krieger. Aber welche 4 Platten? Wir müssen gleich nochmal gucken. Und Diebin. So, die, also Magier, Diebin. Das ist der Krieger. Und als letztes nehme ich mal an, müssten wir die Schlange da noch machen. Die Schlange habe ich doch irgendwo am Anfang gesehen. Die Schlange. So. Sprecht mit, der ist draußen, ja. Ja, das ging einfacher und schneller, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Faszinierend. In der Tat. Ja, soll ich mit dir auch nochmal reden? Sirinke hat einen scharfen Verstand und ein gutes Herz. Sie ist der Schlüssel, um Etzduin zu befreien. Ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr das Zaubergitter? Ja,
wie ich sehe, seid ihr Quarunaldil begegnet. Er kam zu mir und sprach mit mir über meinen Kristall. Als er mir erzählte, dass ihr das Gitter bergt, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin Quaron bis hierher gefolgt. Habt ihr noch den Kristall mit den Mikrogravuren, den ich euch gegeben hatte? Ja, was habt ihr jetzt vor? Dieses Gitter stellt eine elegante Erweiterung der Prinzipien des Einsatzes von Kristallen dar. Wenn ich den Kristall in das Gitter einflechte, wird dadurch seine Macht verstärkt. Das wird diese Geister vom Fluch des Malarimora befreien. Ich hoffe, es klappt. Hier. Wünscht mir Glück. Schaut, es funktioniert. Fast geschafft. Ihr habt es geschafft. Ich spüre es. Ja, und die Geister sind, wenn ich das richtig sehe, jetzt alle friedlich, also gelb. Unglaublich. Habt ihr das gesehen? Schade, dass das Kristallgitter dabei zerstört wurde, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Dann hat alles geklappt? Ja. Könnt ihr es spüren? Noch sind die Geister hier, doch mit der Zeit werden sie begreifen, dass sie nun ins Jenseits eingehen können. Ja, und wir haben einen arkanen Ring erhalten, ohne Set. Und das war dann schon die Quest. Da 11 Minuten aber ein bisschen wenig ist, würde ich sagen, dass wir uns noch einer neuen Quest zuwenden. Wer hier auf der Karte auch gut sehen könnt, ist jetzt Erzduin sicher. Das heißt, hier ist alles gelb, da wird man auch nicht mehr angegriffen, da ist alles abgeschlossen. Wir gehen jetzt hier vorne hin, um die Quest, die verschleierte Entscheidung anzunehmen. Die müsste dann... Achso, genau, das wollte ich nur eben nehmen. Die müsste dann nämlich irgendwo in dieser Richtung liegen. Ihr seht schon, die greifen uns jetzt auch nicht mehr an. Ja, aber da mein heute aufgenommenes Video leider sehr, sehr lange geworden ist, habe ich hier erstmal einen kleinen Cut gemacht und wir sehen dann doch die nächste Quest erst in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.